Eine ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren und meine Geschwister im Glauben. Ich heiße Hope und mein YouTube-Kanal heißt Burning Bush. Auf diesem YouTube-Kanal ist für die Vorbereitung Braut Jesu. Bezüglich der Bibelvers dafür ist Markus 12,30, das, was er mir gab. So lieb den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzes Denken und den ganzen Kraft. Das war jetzt mehr gegeben für diesen Kanal. Und ich bin auf ein bestimmtes Thema zurzeit über Befreiung, geistliche, körperliche, seelische und alle Art, durch was er Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Sein Sieg am Kreuz. Dafür. Und weil die Bibel sagt, mein Volk ist am Mangel der Kenntnisse zugrunde gegangen. Als er mir das am Ende November gab, das ist dieses Thema, weil viele von uns Christen sind gebunden. Nicht weil die mit Absicht so gebunden sind, manche von verschiedenen Hintergründen, bevor die so Christ wurden. Manche haben verschiedene Lebensstile geführt, bevor die Christ geworden sind. Manche wurden von Esoterik, bevor die Christ geworden sind. So, bevor wir den Herrn frei dienen können, frei von allen Bündnissen da dienen können, erstmal, wir müssen frei sein. Wenn du wiedergeboren bist, dein Geist, der Herr Jesus hat uns drei verschiedene Art gerettet. Wir sind geistliche, seelische und körperliche. Hat Jesus dafür das Preis dafür bezahlt. Was da sofort stattfindet, wenn du wiedergeboren wirst, wenn du Herr Jesus Christus, wie in Römer Kapitel 10, Vers 9, wenn du den Herr Jesus Christus als dein Herr annimmst, du wirst errettet. Wenn du glaubst, dass Herr Jesus ist der Sohn Gottes, wenn du diese Konfession da machst, durch den Mund und glaubst, du wirst errettet. Denn die Verbindung, der Abschnitt, was ist mein Thema heute, der Abschnitt, was da stattfand, die Verbindung, die gebrochen wurde zwischen Adam und Eva im Garten von Eden, gebrochen wurde. Wenn du hier Jesus annimmst, wird wieder verbunden. Dein Geist wird sofort verbunden. Herr Jesus kommt in dir, du gibst ihm dein Leben. Denn du stehst und nimmst Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus in dir, dein Geist, und dann du gibst ihm deine. Aber deine Seele ist auch gerettet, dein Körper ist okay. Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt. Wenn wir erinnern, als er geschlagen wurde, auch in Jesaja 53, sagt, er wurde geschlagen von seinen Krankheiten, auch seine Seele hat er ausgegossen, die Seele ist das Blut. Er wurde dann Gefängnis, das, wo er dafür jede Bereiche im Körper hat er dafür bezahlt. Ja, für den Geist, als von seinem Vater, die Verbindung zwischen ihm und seinem Vater abgeschnitten wurde, war, wo er schrie, Eloi, warum, der Vater, warum hast du mich verlassen? Vater hat ihn verlassen, weil er voller die Sünde der Welt auf ihm kam, der Last der Sünde kam über ihm. Der Vater drehte sein Angesicht gegen ihn. Dass, wenn du wiedergeboren bist, dass da was sofort, die Verbindung, die da abgebrochen war, im Garten von Eden, wird sofort, wenn du da den Herr Jesus annimmst, die Verbindung wird da gebunden, zurückhergestellt. Warum? Was Herr Jesus hat dafür bezahlt. Auch deine Seele ist dafür, auch hat er auch für deine Seele, die Sünde, deine Seele, dein Körper wird bezahlt. Aber diese andere zwei ist ein Prozess. Darum beten wir. Wenn wir krank sind, wir beten vor Krankheiten. Darum beten wir auch und die Seele, die sagt, Römer Kapitel 12, Vers 2. Ich sag mal das, lass mal jetzt, ich wende das jetzt. Darum sagt er auch in Römer Kapitel 12, Vers 3. Apostel Paulus schreibt dort, zu die Leute, die da Christen geworden sind, in Rom, das sind Heiden, die Christen geworden sind, Kapitel 12, Vers Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Darum schreibt Apostel Paul zu den Römer. Er sagte, ich bin mal vom Kapitel 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber da bringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Da sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das, was Apostel Paul den geraten hat, die Heiden, die Christ geworden sind. Er redet ihnen da. Warum? Wir werden mal sehen jetzt.
Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in euer Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, was ich da möchte, da ist Kapitel 12, Vers 2a. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in euer Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. So, hier. Das ist da, der Sinnes ist die Seele, der Herz, Seele, diese, wo unsere Emotionen stattfinden, ist errettet, aber die sind nicht frei. Wir haben Verbindung zu Gott, wir stehen auf die Gerechtigkeit Gottes. Geistlich ist alles, wir sind, alles ist frei, aber wir sehen, Bitterkeit ist da, Neid ist da, Gelüste ist da. In der, wo kommt das Ganze? In die Seele. Gefühle, die andere gegenüber am besten nicht Unvergebung hat, ist da. Ist errettet, aber die sind da. Diese Sinne, der Herz, das Herz, wo die ganzen Emotionen stattfinden, ist ein Prozess. Es wird erneuert, langsam. Ist ein Prozess, bis das erneuert wird. So, das ist, was ich hier tue. Und darum sagt der Herr, lieb ihn von ganzem Herzen, Seele, Denken und Kraft. Und dann, warum ist das so? Darum ist mein Thema. Warum bis wir geistliche, körperliche an diese Befreiung finden können oder bekommen können und so zu sein, wie Gott uns haben will. Es gibt einen Prozess. Darum gehe ich auf Genesis und rausfinde, warum Herr Jesus für uns gestorben ist. Warum Herr Jesus kommen musste. Darum bin ich zum Genesis gegangen und da ist der Grund, dass wir verstehen, wie ich erwähnt habe, die Bibel sagt, ich glaube in Amos, sagte der Herr, sagte man, mein Volk ist am Mangel der Erkenntnisse zugrunde gegangen. So, ich erhebe Satan hier nicht, ich erhebe Lucifer, nein, aber ich möchte ergründen, wie ist Satan Garten vom Eden, ich möchte ergründen, bevor. Und jedes Mal, wenn ich, jedes Video, ich bete zum Schluss. Jedes Video bete zum Schluss, wo die Leute, Problem, wie der Heilige Geist mich leitet. Und ich bete, sei gesegnet, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt ein Lied beginnen und ich singe gerne, vielleicht bist du neu, du bist herzlich willkommen. Ich habe nicht die beste Stimme, aber ich singe gerne. Ich preise meinen Gott, ich danke meinem Herr, Herr Jesus, er hat Großes für uns getan. Ohne ihn können wir nicht über die Erneuerung der Sinnes, können wir nicht. Können wir nicht über wie wir Befreiung, können wir nicht. Und warum tue ich das? Ich liebe das Leib Jesu. Das Leib Christi liebe ich. Und das, was ich tue, ist mein Teil. Dass wir, wenn jeder von uns frei ist, und da, dann kann derjenige auch in den Posten hineinkommen, kann, der Herr, derjenige gegeben hat. Kann derjenige auch Gott da freimütig dienen. Und weil viele von uns wollen den Herrn dienen, aber irgendwas steht da, den wollen, aber irgendwas steht denn da auf dem Weg. Die kommen nicht voran. Und das, was ich hier tue, was der Herr mir gesagt hat, dass du sei gesegnet und Gott segne auch das Leib Christi in Jesu Namen. Und mein Teil ist, was ich tue, dass wir gemeinsam den Herrn in Liebe, in Einheit und jeder für seine, wo derjenige berufen ist, dass wir gemeinsam den Herrn dienen, das Reich Gottes auf die Erde her erheben, in Jesu Namen. Amen. Okay. Ich möchte mal singen für die Lieder, was der Herr mir gegeben hat. Und das ist das, ich singe, ist alles auf Englisch, oder habe ich übersetzt auf Deutsch. Sag mir, du bist ein mächtiger Gott, der große Ich Bin. Halleluja, Halleluja. Da beginnt. You are a mighty God, the great I am. Halleluja. Hallelujah. You are a mighty God, the great I am. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are a mighty God, oh, the great I am. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are a wonderful God, the great I am.
Hallelujah. Oh, hallelujah. You are the mighty God. Oh, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God. Oh, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are a mighty God. The great I am. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are the mighty God. The great I am. Hallelujah. Oh, hallelujah. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Oh, of the Lamb, there is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb, of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb, in the precious blood of the Lamb. His name is Jesus. He's above all the names. His name is Jesus. His name is God. His name is higher above all the names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is Jesus. He's above all the names. His name is higher. His name is God. His name is higher above all the names. His name is Jesus. His name is God. His name is Jesus. He's above all the names. His name is Jesus. His name is God. His name is higher. He's above all the names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is Jesus. He's above all the names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is God. He's above all the names. His name is higher. His name is God. His name is higher above all the names. His name is Jesus. His name is God. His name is Jesus. He's above all the names. His name is Jesus. Oh, his name is Lord. His name is Jesus. He's above all the names. His name is higher. His name is God. His name is higher. He's above all the names. His name is Jesus.
His name is Lord. His name is God. He is above all the names. His name is Jesus. His name is God. Oh, His name is higher. He's above all the names. His name is Jesus. His name is God. Oh Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh, here do be good, and then gnade, veret evig glitch. Hallelujah. Oh, here do be good, and then gnade, veret evig glitch. Hallelujah. Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh, Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh, Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. My Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Jehovah, you are the Most High. Lord Jesus, you are the Most High God. Righteous Father, you are the Most High. Gracious Father, you are the Most High. Oh, wonderful Father, you are the Most High. Gracious Father, you are the Holy Father, you are the Most High. Gracious Father, you are the Most High God. Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Oh yeah, Lord Jesus, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Lord Jesus, you are good, and your mercies endure forever. Hallelujah. Amen. 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 Unser Herr ist gut. Unsere Gnade währet ewiglich. Halleluja. Amen. Amen. Allmächtiger Vater, in den Namen Jesus Christus, Herr, ich übergebe dir dieses Video, übernehme die Ehre, übernehme, ich mag mich klein, übernehme alles, mach dich groß, Heiliger Geist, übernehme. Rede durch mich, sei ein Segen, du weißt, wer auf immer dieses Video schauen wird, Herr. Du weißt, wem dieses Video gerichtet ist, Herr. Du weißt. Herr, ich bete, wenn derjenige vorbeikommt oder auf dieses Video irgendwann eines Tages dazu kommt, kommt Herr, dass da dein Segen, gieße dein Segen aus über diejenigen, über die Menschen, die da gerichtet sind, in Jesu Namen. Ich sage Heilung, Herr, heile die in Jesu Namen. Ich sage, was auch immer, du kennst ihre Bedürfnisse, du kennst ihre Sorgen, du kennst ihr Herzen. Herr, wer auch immer, wem auch immer dieses Video du gerichtet, warum du mir gesagt hast, mach dieses Video her. Segne diese Menschen in Jesu Namen.
rede durch mich, ich mache mich gleich her, übernehme und ich springe das Blut Jesu über dieses Video. Ich stelle mich, mein Geist, mein Körper, meine Seele unter den Schutz Blut Jesu. Ich bespreche das jeder Einzelne, der schauen will, mit dem Blut Jesu. Jesu Name. Amen. Amen. So, ich möchte jetzt beginnen. Ich bin auf einem sehr interessanten Thema zurzeit. Ich bin selber gesegnet. Sehr, sehr vieles ist da rausgekommen, dass wir die Menschen, nichts ist gut in Menschheit, ist nicht gut. In unserer Seele ist nicht gut. Es ist nur voller Bosheit. Menschliche Seele voller Bosheit. In mir ist nicht Gutes. Alles, was in mir, was gut ist, ist nur, was der Heilige Geist, weil ich Christ geworden bin, weil der Herr seinen Geist in mir gegeben hat. So, alles, was er mir hat, bringt ihm Ehre da. Was er gegeben hat, bringt ihm Ehre. Menschliche Seele ist nicht Gutes. Tut mir leid. Das sind meine Kenntnisse. Ist nicht Gutes. Nachdem ist noch mehr geworden, nachdem ich dieses Thema mache, wie gefallener Mensch, dieser Fall, Sündenfall im Eden, menschliche Seele ist nicht gut, im Mensch ist nicht Gutes, wie die Bibel sagt, später, langsam, vielleicht sage ich immer, warum sagt sie sowas? Wir sehen, das sind meine Kenntnisse, was ich da bekommen habe, während dieses Thema. So, ich möchte jetzt beginnen. Ich habe das fünfte Video und ich möchte beginnen mit Genesis Kapitel 3, der Sündenfall. Genesis Kapitel 3, von 1 bis 6. So, wir haben gesehen, wie Satan die Schlange in den Garten vom Eden gekommen ist. Und ich möchte noch mal erwähnen, ich möchte da Offenbarung Kapitel 12, wie der Schlange, ich habe da, bitte schau mal alle Videos an, dann werden Sie richtig verstehen, was ich da verstehen, warum ich so rede und worüber ich hätte auch reden werde. Wenn du nur oder sie nur dieses Video jetzt schauen werden, sie werden das nicht verstehen. Ich habe da alles so, die Hilfe Gottes, wie der Heilige Geist mir belehrt hat, da bringe ich auch so raus. So, und ich möchte mal jetzt sehen, was da war, ein Kampf im Himmel, die Schlange wurde geschmissen, werden wir sehen. Ich gehe mal direkt auf Vers 8. Vers 7 sagt, es entstand ein Kampf im Himmel. Das geht Offenbarung Kapitel 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. So, das ist der Fall von Lucifer. Die Gegend im Himmel war ein Kampf. Die Gegend der Kampflosen weg. Nein. Die haben gekämpft. Es war ein Kampf im Himmel. Ein Himmel, ein friedlicher Ort, wie wir da lesen. Aber da brach ein Kampf im Himmel aus. Der Drache und seine Engel haben gegen den Drache und seine Engel gegen gekämpft. Warum? Gott hat nicht reingemischt, war die Engel gegen die Engel. Michael und der Lucifer sie hatte große Ranken. Bitte schau mal das erste, zweite, dritte und vierte Video an. Und dann werden sie verstehen. So, brach ein Kampf im Himmel. Aber sie siegten nicht. Ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Die wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange. Nochmal her. Im Himmel wurde der Drache zuerst mal genannt. Zweites Mal die alte was? Schlange. Was hat Adam und Eva verführt im Garten von Eden? Wieder Schlange. Die Schlange, das ist Satan, war da. Wir werden mal, bitte schauen Sie mal das erste und zweite Video. Eins bis vierte, heute ist das fünfte Video. So, und so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Was hat er getan? Der ganze Erdkreis. Der ganze Erdkreis verführt. Der ganze Erdkreis, wie gesagt, schauen Sie mal alle anderen Videos. Satan war im Garten vom Eden zuständig, bevor Gott zerstörte
die Erde zerstört, die erste Zerstörung der Erde. Weil er sagte, die Erde war wüst und leer. Wasser war alles bedeckt. Gott war wüst und leer. Spricht von Zerstörung. Die Erde war zerstört. Und dann, dass die, nachdem Satan runtergeschmissen, geworfen wurde, mit seinen Engeln, nachdem er denen verführt haben, die kamen in den Himmel, Wasser, Satan verkehrte zwischen Erde, die Erde und Himmel. Verkehrte, er war hier auf der Erde, bevor die Erde zerstört wurde. Und dann er sagte er, und seine Engel wurden mit ihm hier hinabgeworfen. 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott, vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. Die Engel, eine Engel, eine laute Stimme sagt das im Himmel. Er sagt, sei fröhlich. Und, die haben Satan da geworfen, die haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Okay. Und dann darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Was hat die Stimme im Himmel gesagt? Der Wind. Ich sage, wehe, die auf der Erde wohnen und die wohnen und auf dem Meer. Denn warum? Sondern wehe, das ist eine Verflucht sind, die auf der Erde wohnen und im Himmel. Warum? Denn der Teufel ist zu euch ja abgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. So, als Satan mit seinen Engeln runtergeworfen wurde, der kam runter mit großem Zorn. Warum? Die wissen, ihre Zeit ist nur abgegrenzt. Ist abgegrenzt. Er hat wenig Zeit. Er kommt, sagt weh. Im Himmel, das ist so jubeln, aber weh. Die auf der Erde wohnen und im Meer. Immer wieder Erde und Meer. Erde und Meer wohnen. Weil der Feind, der Satan ist gekommen mit großem Zorn. Er sagt mir, Satan, der die ganze Erdkreis verführt. Warum ist Satan jetzt so verführerisch geworden? Warum? Meine erste Video, da habe ich da erklärt, wie Gott Lucifer mit der war voller Vollendung der Weisheit und der vollkommenen Schönheit. Gott hat ihm damit in ihn gegeben. Voller. Und jetzt ist ja diese Weisheit und die volle Vollendung der Weisheit, das gibt nicht. Er war voll, komplett. Komplettheit ist ein Lucifer. So als er fiel damit. Statt Weisheit, der gut ist, so Gott ist. Weil er von das Licht abgeschnitten ist. Das Licht, das diese Weisheit regulierte, ist jetzt abgeschnitten. Es ist keine Verbindung mehr. Statt Licht in ihm ist hier Dunkelheit. Diese Vollendung der Weisheit, was er hatte, ist jetzt zur Verführung geworden. Ist jetzt so verführerisch. Sein Name ist List, Verführer, Widersacher. Das ist seine Haupt, das ist seine Eigenschaft. Was Gott als Gottes Licht regulierte, war so gut. Vollendung der Weisheit. Die Vollendung der Weisheit jetzt ist so Vollendung der List, der Vollendung der Verführung, der Vollendung der Widersacher. List in aller Hinsicht ist das so böse. So, sind bei dem, wir gehen jetzt, das, was er kam runter, wurde runtergeschmissen. Er fiel, die Erde war voller Wasser, bevor Gott alles trennte. Als er fiel, als Gott zerstörte die Erde, alles war hier über Wasser bedeckt, bevor Gott begann zu trennen. Als Gott das Ganze trennte, als Satan, die Drache, der Schlange, die gefallen ist, die fiel im Wasser. Weil in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, sagt da, Gottes Geist schwebte über Wasser und unter im Wasser war Dunkelheit, war eine Finsternis. Finsternis, da war Satan mit seinen Engeln, bevor Gott, war Satan der gefangene Drache, der Schlange und seine Dämonen. Als Gott trennte, begann zu trennen, alles, manche wurden in himmlische Bereiche, zweiter Himmel,
gegangen. Gott hat denen gelassen. Manche auf der Erde, manche unter der, im Wasser. Warum Gott denen gelassen hat, war die Zeit, die Urteil, die über Satan gesprochen hat, ist noch nicht gekommen. Er hat denen gelassen. Warum? Wir sind da, als er Jesus da zu Genazareth ging, war dieser Mann, war ein Mann, der voller 15.000 Dämonen war, der sagte, eine von den Dämonen sagte, die sind Legionen, die sind 15.000 Dämonen ihm. Er sagt, warum bist du, Herr Jesus, früh gekommen, um denen zu quälen? Warum? Er sagte, Herr Jesus, bitte lass uns die Schweine gehen. Der Jesus hörte denen, weil er hat denen gehorcht, weil die Zeit, wenn es so saturiert ist, auch nicht gekommen. Da kamen die Schweine, die wurden Schweine lief ins Wasser. Da war die Uhr, wo die vom Satan fiel, da war, wo die wohnten, waren da zu Hause. Ich erkläre das, weil es gibt Leute, die Christen geworden sind, die von solchen, die Hintergrund, wo Wassergeist gedient haben. Das ist die Gebete, was so immer gebetet, warum, wieso. Das ist die Antwort zu deinen Gebeten. Darum erkläre ich genauer. Weil da haben gesehen, die Engel im Himmel sagen, weh zu den Bewohnern auf der Erde und die Bewohner im Wasser. Das, der Satan mit seinen Engeln sind gekommen, die sind runtergeworfen worden, herabgekommen mit großem Zorn. So, jetzt Satan, Lucifer jetzt ist, der Schlange, die gefallen ist, jetzt im Garten von Eden. Gott hat ihn gelassen. In dieser Eden, wo Adam und Eva wohnten, Gott hat zugelassen. Um Satan zu zeigen, dass hier, das meine, die werden mir dienen in Wahrheit, die werden mir dienen, was du da nicht konntest. Die werden mir dienen. So. Und Satan dürfen denen proben. Ich möchte jetzt lesen. Und 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. So, wie ich erklärt habe. Die Weisheit, die vollkommene Weisheit, was Satan hatte, ist jetzt so List. Die Vollendung der List. Also, List ist ja jetzt in Vollendung. So, ich lese noch weiter. Und aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum vom Garten, von keinem Baum im Eden essen dürft. Zwei, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Baum im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esse nicht davon und rührt sie nicht an, damit ihr nicht stirbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon isst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und eine begehrenswerte Baum wäre, weil er weise macht und sie nahmen von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. So. Jetzt, die Schlange hat seine beste Waffe genommen, List. Die Vollendung der Weisheit ist jetzt zu List. So, er hat die Vollendung der List, die List, was in ihm war, gegen Adam und Eva, gegen denen da verwendet. Und die fielen daran. Und ich möchte jetzt ein bisschen erklären. Und dann Satan, als Satan fiel, als er runterfiel, er fiel mit Wut. Er war in diesem Garten vom Eden mit Wut und Neid. Gezielte Wut und Neid. Adam und Eva, von da genau, worüber er gefallen ist, war sein Herz war korrupt, weil er sich erhebt, er wollte Gott ehrlich sein. Genau das. Als Satan jetzt ist ein Spezialist geworden für die Seele. Er weiß, was Gott nicht mag. Er weiß, wo er gezielt Adam und Eva zu Fall bringen kann. Und dann als Adam und Eva so seine
seine Werbung hineinfiel. Die Regierung von Gott wurde gewechselt. So das auf Selbstliebe, Selbstsucht. Selbstliebe von göttlicher Regierung zu selbst. Babylon, der Samen von Babylon wurde da in Garten von Eden, in Eva eingebaut. Und das, und dann Satan, genau warum? Satan wollte, ja, er hebte sein Herz gegen Gott. Und seine Weisheit wurde so böse, so List geworden. Er war neidisch auf Adam und Eva. Warum? Gott hat denen seine Gleichnisse und sein Ebenbild gegeben. Und ihm, um Satan zu zeigen, Adam und Eva zeigen, was er nicht haben konnte, die können das auch nicht haben. Und Gott das zu zeigen. Und Adam und Eva fiel daran. Seine volle Weisheit, die Gott ihm gab, die Vollendung der Weisheit, die zu Gott diente, die jetzt voller List und Leute so verführerisch, der die Erdkreis verführte, was die Engel im Himmel sagt zu ihm, bevor die ihm da runtergeworfen haben, kam er runter mit voller Wut und Zorn und Adam und Eva zu verführen. Und die fiel auf seinen Rat. Genau das, was er, wie gesagt, genau wie so menschlich, wenn jemand in einem Büro, vielleicht in einer Firma, vielleicht jemand war vielleicht der Vorarbeiter. Nur ein Beispiel. Und vom was passiert ist in einer Firma, vielleicht nur ein Beispiel. Und dann werde der unter dir war, ist jetzt deine Vorgesetzte. Und du musst unter dir nicht arbeiten. Du würdest alles tun, dass dir nicht gut geht. Du würdest alles tun, dagegen dich zu wehren. Auch wenn du da nicht zeigst, du wirst alles, die List werde da hochkommen. Denn die Seele wird alles da tun, diejenige das Leben zur Hölle zu machen. Nicht direkt, aber indirekt. Das, was er Satan da gemacht hat. Was er nicht haben kann. Diese Adam und Eva kann er nicht haben. Und dann, nachdem der Eva, Satan da seine böse Rat annahm, der sagte hier, wenn wir da lesen, er sagte, als er da gesagt hat, ihm gesagt, die Schlange da sagte, Gott hat nicht so gesagt, rühre das nicht an. Als das der Schlange sagte, sag an den Tag, denn, da lesen wir das, das dritte Mose, 1. Mose Kapitel 3, Vers 3. Aber von der Frucht des, okay, ich lese mal vom Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zu Schlange, von der Frucht des Baumes, der Bäume im Garten dürfen wir essen. Alle Früchten im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte, nur eine in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Da sprach die Schlange, er benutzt ja seine volle Vollendung, seine Weisheit, die jetzt zu List geworden ist, um gegen den als eine Waffe, den zu Fall zu bringen. Warum? Er ist mit Zorn runtergefallen. Und die Menschen zu verführen. Und was macht der Sünder? Er sagt ja, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Siehst du? Er benutzt seine Kraft, gegen diese Adam und Eva zu gehen. Und weil Gott Adam und Eva freiwillig gegeben haben, Gott wollte nicht eingreifen. So, und das denn, und das sagte, und dann 6, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein bewährenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war. Und er aß. So,
als Adam, als Eve, dass diese, die Schlange hat begonnen, seine große Waffe, Verführung. Eve begann diese Baum da, Gelüste, Augen, Herz, bevor er, als er da begann anzuschauen, Eve ist da in diesem Baum, diese Früchte verliebt. Er sagte, ah, das ist doch, dieser Baum sieht gut aus. Genau wie man so manchmal Fenstershopping geht, da ein bisschen Blumen der Innenstadt, man schaut am Fenster, schaut die Sache und sagt, ah, man gefällt, sagt, okay, am nächsten Tag, das gefällt mir, ich gehe mal das kaufen, man nimmt Zeit. Das, was ja passiert war. Und den nächsten Tag, und dann, als sie begann, ja, die haben das nicht gegessen, weil die hungrig waren. Nein, die haben gegessen nach Lust, Gelust. Nicht aus Hunger, darum war das eine Sünde. Die hatten alles im Garten zum Essen. Die aßen das war durch Gelüste. Und dann sofort, als Eve da begann, diesen Baum anzuschauen, selbst Liebe, selbst Anbetung begann in ihr Herzen. Anbetung auf selbst begann in ihr Herzen. Und dann sofort, als diese Selbstanbetung, wenn ihr da essen, oh, ich werde Weisheit, ich werde so und so sein, wie Lucifer, bevor er Satan wurde, er sagte, ah, ich würde auch so, ich möchte wie Gott sein. Das war sehr her. Satan ist ein Experte für die Seele. Er weiß, wie er Mensch, die Menschheit zu Fall bringt. Er weiß, wie der da hat er diese große Waffe hier zu Eva verwendet. Als Eva da begann, diesen Baum anzuschauen, sie ist da verliebt. Als sie da sich verliebte in diesen Baum und die Früchte, da war sofort Geisteswechsel, Regierungswechsel, von Göttlichem zu jetzt das Selbst. Von Göttlichem zu Selbstdienst, zu Selbstanbetung, zu sich. Und die Regierung wechselte sich. Wie Satan. Als er damals Lucifer war, begann da Gott, das so, sagt er, wie Gott, sofort, er wurde korrupt. Die Weisheit wurde dann jetzt so List. War das Licht zwischen Gott, das Licht, die ihm da hielt, dass das Licht bleibt, dass seine Weisheit zu Licht bleibt, wurde sofort dunkel. Das, was er war. Er hat das Gleiche gezielt, womit er selber gefallen ist, dass er Adam und Eva gezielt auch zu Fall gebracht. Das, was wollte er? Wollte, dass das Licht, die denen regulierte, als Eva begann, diesen Baum anzuschauen. Eva verliebte sich in diesen Baum. Regierung wurde gewechselt. Regierung, göttliche Regierung, himmlische Reich. Statt himmlische Reich, dann wurde dann auf selbst Babylon, das Samen von Babylon wurde sofort angesetzt. Da begann vom Garten von Eden, babylonische Reich. Der Samen dafür begann im Garten von Eden, im Eva. Adam und Eva im Garten von Eden. Damals hieß noch nicht Babylon, aber der Samen dafür begann im Garten von Eden, wurde gesät. Die Gedanken dafür begann im Garten von Eden. Selbst eigene Ich, Selbstliebe, Anbetung, was sie heute in der Welt ist. Und dann sofort, die wurden korrupt. Die Seele, die lebendige Seele, Gott denen gab, diese lebendige Seele wurde dann korrupt von Gott. Das Licht, denen da lebendige Seele hielt, wurde dann abgeschnitten, wurde statt lebendig, wurde dann tot. Unrein, Selbstliebe, andere Regierung hat angerufen, die Regierung der Babylon, der Samen von der babylonischen Regierung kam da rein, im Garten von Eden. Gelust. Babylonische Regierung ist Lust. Der Samen von babylonischer Babylon, der Gelust ist, kam da rein, wurde da angesetzt, eingepflanzt. Warum war das sofort, weil Gott denen ablehnte, die Verbindung die sofort abgeschnitten. Das Licht, die denen regulierte, wurde sofort dunkel. Gott war abschnitten. Denn warum? Die Früchte und der Baum, was sie aßen, war nicht aus Hunger, es war nur aus Gelust. Darum war das eine Sünde. Es war nur aus Gelüste, nicht aus Hunger, nicht weil die Hunger hatten. Die hatten alle Früchte da. Gott hat denen versorgt, alles hat denen gegeben, nur den. So, die sind gegangen, nur als Gelust. Satan hat die gleiche Gift, Schlange, die er ihm zu Fall brachte, hat das auch Eva, zu Adam und Eva gegeben, denen zu Fall, dass lebendige Seele so dunkel wird wie bei ihm.
wie bei ihm. Das was passierte. Ne? Und die Schlange, genau. Ja, selbst Anbetung begann da vom Garten von Eden. Die lebendige Seele, die damals war, ist jetzt korrupt und dunkel. Und denn jetzt begann die Bibel sagte in Sprüche Kapitel 23, Vers 7. Anbetung von selbst begann dort. Ich. Selbstdarstellung. Sprüche Kapitel 23, Vers 23, Vers 7. Sag mir denn, wie er, okay. Okay, ich beginne, das ist Sprüche Kapitel 23. Ich beginne so Vers 6. Ist nicht das Brot eines Missgünstigen und lass dich nicht gelusten nach seinem Leckerbissen. 7. Denn wie er in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. So, wenn du da diese, denn die Gedanken der Mensch, der Gedanken, wurde die Licht war, die so Gott gebunden war, die Gottes Wille so tun, die Gottautorität wurde dann voller Ungottliche. Die voller Ungottliche. Die Gedanken, die wurde da selbst. Jede volle Vollendung der Dunkelheit, der Gedanken, das ist die Seele. So wie man denkt, so ist sie, sagt die Bibel. Ja, Jesus sagt in, ich glaube, Markus Kapitel 7, er sagt, was jemand ist, bringt keine Unrein, sondern was da rauskommt. Was da rauskommt. Aber hier, als sie das gegessen haben, da begann das, war Gedanken wurde da verdorben, komplett verdorben. Wie Jakobus Kapitel 1, Vers 12, von 12 bis 15, So, Selbstliebe begann da im Garten von Eden. Selbstliebe. Der Samen von Babylon wurde im Garten von Eden in die Seele von Adam und Eva angesiedelt. Da begann das. Dieser Gedankengut von Babylon begann das. Satan hat das angesetzt in die Seele von Adam und Eva. So, Jakobus Kapitel 1 von 12 bis, 12 bis 15. Jakobus von 12 bis 15. Sagt, glückselig ist der Mann, der der Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewahrt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihm leben. 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versuchen, Gott kann nicht versucht werden zu bösen. Und er selbst versucht auch niemand. 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. 15. Danach wird die Begierde empfangen. 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebärt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebärt den Tod. So, Adam und Eva, ihre Herzen wurde korrupt. Warum? Die Regierung, die haben das nicht gegessen, weil die hungrig waren. Die haben nur gegessen, weil nach Gelust. Gelust. Satan hat gleiche, was ihm so Fall brachte, hat denen auch verführt. Darum in der Seele ist nichts Gutes.
Wir als Christen, wir denken, oh, ich bin ein guter Mensch. Nein. Von was ist alles her? Ein Mensch ist nicht, Menschen sind gefangen, die sind gefangen. Darum brauchen wir mehr, Herr Jesus Christus. Nur Herr Jesus Christus, er war hier. Ohne Sünde gelebt. Darum konnte er uns erretten. Wir brauchen ihn. Darum auch die Bibel sagt uns, warum ist da Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 gelesen haben. Er sagt, wenn wir wiedergeboren sind, unser Geist, diese Verbindung, die da abgeschnitten wurde, da nach Adam und Eva, zwischen Adam und, von Adam und Eva zu Gott, war sofort. Warum? Die Regierung hat sich verändert. Die haben das an anderer Regierung da abonniert. Regierung der Gelüste, Babylon. Satan hat der Same von Babylon in Adam und Eva angesetzt. Das war Gedankengut, begann da vom Garten von Eden, bevor später da kam. Und die Wort Gott hat denen sofort die Verbindung weg. So, wenn du wiedergeboren bist, was da passiert, dein Geist, diese Verbindung, die da abgeschnitten war oder wurde, wird dann wiederhergestellt. Dein Geist ist zu Gott wieder verbunden. Wenn du betest wie in Römer Kapitel 10, Vers 9, ich glaube von 9 bis 13, denn da die Verbindung wird sofort wiederhergestellt. Aber die Seele ist auch gerettet. Der Körper ist auch gerettet. Herr Jesus hat dafür Körper, Geist und Seele am Kreuz bezahlt. Er wurde geschlagen, seine Seele hat er rausgegossen. Die Verbindung zwischen ihm und Vater wurde abgeschnitten. Diese Dinge hat er, aber die einzige, was sofort wiederhergestellt wird, ist die geistliche Verbindung zu Gott. Aber die Seele, der ganze Schrott, die ganze Bitterkeit, die ganze alles ist noch da, voll, ist ein Prozess. Darum sagt er, wenn du wiedergeboren bist oder wirst, sofort esse, was du gibst, dein Leben, lass, gewähre den Heiligen Geist. Übergebe dir die erste vernünftige Dienst, übergebe Gott. Wenn du wiedergeboren bist, du nimmst Jesus als dein Herr, du kommst, die Regierung, was da abgeschnitten wurde, Adam vom Garten vom Eden, bis jetzt wiederhergestellt. War das babylonische Reich, wenn du wiedergeboren bist, vom babylonischen Reich, die weltliche, in das Reich Gottes. So musst du dich, wenn Jesus daher ist, musst du dich unterbringen. Das Heilige Geist, deine Arbeit, deine Wesen, deine Sinne erneuern, das Prozess beginnen kann. Dadurch auch diese Befreiung. Geistliche, seelische Befreiung. Dass du deine Seele, den Prozess, dass dieser ganze Schrott da weggemacht wird. Wo Satan seine Anrechte auf deine Seele, das Ganze, was du Befreiung bekommst. Darum, wenn die Leute sagen, na, einmal wiedergeboren, alles sind wir da weg, wir sind alle doch wiedergeboren, wir brauchen Sachen. Ja, es stimmt, aber da ist aber darum sagt der Apostel Paulus, ich glaube, wo, sagt er, arbeite deine Rettung. Darum, die Seele, diese Sinnes wird umprogrammiert. Das ist ein Prozess, langsam. Aber wo Satan Anrechte hat, vielleicht durch einen Pakt, deine Familie mit Satan oder dein Hintergrund, wo Wassergeister gedient haben. All diese Dinge, die haben ein Anrecht. Da muss gebrochen werden. Darum ist dieses Bild. Der Herr segne euch. Na, ich tue mein Teil in das Reich, für das Leib Jesu. Und darum mache ich das andere auch frei. Die werden frei, dass wir alle gemeinsam das Reich Gottes da befordern, dass wofür der Herr uns eingesetzt hat, dass wir auch da sein können und da, dass Gott durch uns da wirken kann, Heiliger Geist wirken kann und da Leute zu erreichen. Weil ohne der, wenn der Wesen immer noch so voll ist mit alles Mögliche in der Seele und in der Seele, wir können Gott, ist keine Kapazität, ist eine Batterie, die ja da voll ist. Manchmal meine Speicher, wenn ich Video mache, sagt, deine Speicher ist voll, du kannst nicht mehr Video aufnehmen. Da. Wenn jemand wiedergeboren ist, Geist ist wiedergeboren, ist zu Gott verbunden. Aber die Seele, die ist voll. Die Seele ist voll, für eine volle Speicher, die komplett voll im Schrott. Beginnt der Prozess, das Ganze zu entleeren, muss beginnen. Ist nicht automatisch. Du musst dich auch, Heiliger Geist, darum musst du dich unterbringen, so das Reich Gottes, so die Regierung Gottes, bis jetzt unter der Regierung Jesus, jeder Herr. Du musst dich unterbringen, das Heilige Geist, seine Arbeit übernehmen kann. Dass du diese Speicher, langsam die Kapazität noch freier, dass der Speicher freier wird, dass Heiliger Geist die Kapazität hineinfüllen kann, langsam hineinfüllen kann.
Darum, es gibt keine Superstar in das Reich Gottes. Nur denen, die da Opfer gebracht haben, die sich da übergeben und sagen, Legacy haben, ich übernehme. Denn Gott beginnt da aus zu entleeren, Je mehr die sich entleeren lassen, desto mehr Heilige Geist da Einzug annehmen, desto mehr ein Segen sein können. Die werden ein Segen, der Heilige Geist sprudelt oder wirkt durch denen. Warum? Weil die sich, sich entleert. Die lassen sich entleeren. Ist ein Prozess. Darum mache ich das. Vielleicht deine Speicher voll. Speicher voll durch manche Umstände, die du nicht los wirst. Deine Speicher voll, da du wirst den Herrn dienen, du wirst den Herrn lieben, aber du fehlst immer noch in der gleiche Theater. Ist ein Prozess, aber ich bete, Vater, in den allmächtigen Namen Jesu. Da kommt das Blut Jesu. Du sagst, der ist die Macht gegeben. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, im Wasser. Unter der Erde, unter dem Wasser. Vater, wo auf immer, in den Namen Jesus Christus, wo auf immer, wer auf immer dieses Video schaut, oder die gebunden ist, die Problem da nicht mehr vorankommt, die Speicher so voll ist durch Umstände, oder die können nicht. Und darum kommt auch Gebet ist wichtig, durch Gebet unser Beziehung mit dem Herrn. Denn Dinge, die mehr wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, durch Gebet, Dinge da wird raus. Dinge verlassen, wo die da nicht ist. Herr, ich bete in den Namen Jesus Christus. Ich bete um Heilung, geistliche, körperliche Heilung in Jesu Namen. Ich bete, dass da Blut Jesu, darum sage ich dieses Gebet, Blut Jesu, reinige mein Geist, reinige meine Seele. Blut Jesu, reinige meine Seele, mach meine Seele frei von jede Speicherung, die voll ist. Die Speicher oder jeder Baum, den der Herr mein Leben nicht angepflanzt hat. Heilige Geist, schneide das ab. In meine Seele, schneide. Ob, schau mal, reiß die Wurzel ab, dass Heilige Geist Einzug annehmen kann. Dass Heilige Geist komplett übernahme, seine Arbeit annehmen, sich da hineingießen kann. In Jesu Namen. Oh, Vater, in den Namen Jesus Christus. Ja, ich danke dir für jede einzelne. Segne deine Kinder, Herr. Segne, ich bete da, Herr. Ich danke dir, was du durch das Video tun wirst. Herr. Durch die Kenntnis, wenn die Leute diese Kenntnis bekommen, das alleine ist auch Befreiung. Da die durch die Kenntnisse, man wird befreit. In Jesu Namen. Vielleicht meine Berufung ist so, wie du mich siehst, wie eine Art von Löwe. Das ist meine. Ich kämpfe, eine Kämpferin. Ich danke dir, Herr, und dafür stehe ich. Vielleicht deine ist ein Lamm, aber dafür, dass du diese Lammwesen da hineinbringen kannst, da muss Dinge frei. Darum müssen wir an der Jüngerschaft, wenn wir wiedergeboren sind, muss an der Jüngerschaft uns unterbringen. Der Herr segne sein Leib, segne seine Kinder, segne dich, in Jesu Namen. Ich bete, dass das Blut Jesu oder der Herr, Heilige Geist, auch mehr über dieses Thema dann noch mehr offenbart, in Jesu Namen. Ich sage Depression, ich spreche, der Geist der Depression von dir fall. Ich binde diesen Geist und befreie diesen Geist der Depression von dir so befreie da raus, so fallen in den Namen Jesus Christus, in Jesu Namen. Jesus, ich spreche Friede. Vielleicht bist du jemand, der Nächte nicht schläft. Ich bete, ich spreche da Friede. Der Geist, der Insomnia. Ich binde diesen Geist und befehle rauszufahren in den Namen Jesus Christus. Lass mal die Friede Gottes kommen in dir. Friede, die über jede menschliche Vernunft betrifft. Komm in dir hinein, in den Namen Jesus Christus. Ich spreche Heilung und Friede. Friede, Schlaf. Schlaf, dass er hier, der sagt, er gibt seine Lieblingsschlaf. Der Herr, der Schlaf. Heiliger Geist, gibt dir Schlaf. Ruhe und Friede. Geistliche, körperliche Ruhe. In den Namen Jesu. Und Friede. In den allmächtigen Namen Jesu. Jesu Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal, der Herr segne euch. Ja, ich werde mal das sechste Teil machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.